schauen wir uns jetzt eine neue Anweisung an, die Du-Anweisung. Anmerkung, auch im Hamstermodell können Sie die Anweisungen, die jetzt im Folgenden vorgestellt werden, uneingeschränkt benutzen. Die Du-Anweisung ist eine Alternative zur While-Anweisung. Ihre Syntax sieht so aus, Du, dann folgt die Anweisung, das ist die Iterationsanweisung, While, und dann in runden Klammern ein boolscher Ausdruck, gefolgt von einem Semikolon. Sinn und Zweck, es ist eine Schleifenanweisung, wobei aber die Iterationsanweisung mindestens einmal ausgeführt wird. Bei der While-Schleife ist es ja so, wenn die Schleifenbedingung beim ersten Mal direkt den Wert false ergibt, dann wird die Iterationsanweisung keinmal ausgeführt. Bei der Du-Schleife wird die Iterationsanweisung, das ist die Anweisung zwischen Du und While, mindestens einmal ausgeführt. Entsprechend die Semantik dieser Du-Anweisung. Zunächst wird die Anweisung, das heißt die Iterationsanweisung, ausgeführt. Dann wird der boolsche Ausdruck berechnet. Falls der Ausdruck den Wert true liefert, wird die Iterationsanweisung erneut ausgeführt und anschließend erneut der boolsche Ausdruck berechnet und so weiter. Falls aber der boolsche Ausdruck den Wert false liefert, wird die Du-Anweisung beendet.